So, wir befinden uns hier im Vernehmertrakt, über 3 Etagen Vernehmerraum an Vernehmerraum. 120 solcher Räume. Für jeden einzelnen Gefangenen einen sogenannten Verwahrraum. Denn Zelle dürfen nicht sein, ist Verwahrraum, einen Vernehmerraum. Und für jeden einzelnen Gefangenen ein sogenanntes Vernehmerkollektiv. 3 bis 5 Vernehmer pro Gefangenen. Das heißt also, für durchschnittlich 100 bis 120 Gefangene hier drin gab es zwischen 3 bis 400 Vernehmer. Ausgebildet in operativer Psychologie und in Jura. Aber was heißt operative Psychologie? Kann ich das vorstellen? Irgend Fuchs, das in dem Interview oder in dem Film teilweise beschrieben, ne? Dass man Drogen einsetzte, andere nahen Menschen mit zu verhaften. Oder, wie ich es dann gehört habe, es liegt an Ihnen, wann und vor allem, wie Sie hier wieder rauskommen. Wir haben Zeit. Wir spielen sie kaputt.